Ja, vielen Dank, Zeynep, vor allem auch für deinen Mut, dich hier vorne hinzustellen und uns ein bisschen was von deiner Religion mal hier zu zeigen. Ich hatte einiges vorbereitet, ich habe den Zettel gerade weggesteckt. Ich wollte einfach nur so ein paar Eindrücke von letzte Woche Samstag hier von der Demo, meine eigenen Gefühle einfach mal wiedergeben. Und du hast schon sehr, sehr vieles gesagt von dem, was ich hier so erfahren habe. Wir kamen erstmal hier an, der Platz war voll. Und man kann sich vorstellen, es waren eben halt sehr, sehr viele Menschen aus einer sehr, sehr fremden Kultur. Und gut, ich meine, wir sind schon sehr, sehr offene Menschen. Und von daher war es nicht schlimm, kein Problem, uns eben halt auch mit dazu zu stellen. Von den Reden konnte man leider nicht ganz so viel hören. Die hätten besser von uns die Anlage genommen. War leider etwas klein für diese Riesenmenge an Menschen. Der Schall wurde sehr geschluckt, aber das, was man dann dort hören konnte, da hat auch ein türkischer Muslime dann hier auch gesprochen. Das waren die gleichen Worte eigentlich, die wir hier vorne sagen. Eben halt Frieden für alle Menschen. Und damit konnte man sich auch sehr, sehr gut mit diesen Menschen dann auch identifizieren. Dann kamen aber plötzlich sehr, sehr laute Rufe. Hoffentlich spreche ich das richtig aus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Und das in sehr massiven Chören. Und das sind wir nicht gewohnt. Und ich habe einfach auch bei mir gemerkt, wie dann, ja, es kamen dann halt Bilder hoch. Bilder, die man in den Mainstream-Medien sieht, wenn irgendwelche terroristischen Anschläge sind. Rufe, die man hört, wenn man irgendwelche Videos sieht von islamistischen Terroristen. Und dann kam dann auch in mir auch die Frage hoch, ja, sind wir hier überhaupt richtig? Was machen wir hier? Das war einfach das Bauchgefühl, was dann plötzlich hochkam. So, das sind die Konditionierungen und die greifen so gut. Und das, was Zeynep eben auch sagte, stellt euch mal einen Terroristen vor. Ich möchte fast sagen, dass 90% ein Bild eines bärtigen Islamisten vor sich haben. Und das ist gerade eben seit dem 9-11 hat man uns das in den Kopf gepflanzt. Vorher waren es die Russen, waren die ganz Bösen, aber da war ja dann leider die Sowjetunion zusammengebrochen. Also musste man sich einen neuen Feind suchen. Also hat man dann schnell irgendetwas in die Twin-Türme geschossen und es waren irgendwelche muslimischen Terroristen. Nicht vergessen, alles war pulverisiert, außer der Reisepass des einen Terroristen, der lag dann da, so, damit den jeder auch gleich finden konnte. Mittlerweile haben wir ja durch die Ukraine jetzt doch wieder den Russen ins Spiel geholt. Das heißt, wir haben die Muslime als Feinde auf der einen Seite, wir haben die Russen als Feinde auf der anderen Seite. Und das sind alles Konditionierungen. Und was ich mir einfach wünschen würde, ist, dass wir anfangen, so über diesen Tellerrand hinauszuschauen, dass wir uns nicht mehr die Menschen anschauen nach deren Gesinnung. Ist er jetzt Muslime, ist er Christ, ist er Jude? Was für eine Religion hat er, welche ethnische Abstammung ist er, sondern einfach den Menschen als Menschen zu sehen. Und ich glaube, wenn jeder Mensch einfach sich für das Wohlbefinden des anderen Menschen einsetzt und darauf achtet, dass es der Natur und den Tieren gut geht, dann haben wir Frieden. Aber erst dann. Okay, das waren so meine Eindrücke gewesen. Susan wollte gerne heute hier noch was zum Besten geben. Wo ist sie? Ah, da ist sie. Schläft der Kleine, unser jüngster Teilnehmer. Ja, eine Runde. Ja, okay.